ein herzliches Grüß euch aus Grindelwald. Auf einem Bauernhof erlebt man tagtäglich den Zirkel des Lebens. Ganz nach dem Motto, willst du einen Hof auf Dauer, ermorde doch den Bauer, wurde der Landwirt Ruhr die Kern niedergestochen und in seinem Misthaufen begraben. Doch zeitgleich sucht sein Sohn Steffo immer noch nach der Liebe seines Lebens. Mein Vater hat im Testament geschrieben, dass ich den Hof erst erbe, wenn ich verheiratet bin. Also muss ich jetzt in den Sauröpfel beißen und eine von diesen Kandidatinnen von Bauer braucht Braut heiraten. Pfui, pfui! Mein Papi ist jetzt gerade verstorben, das liegt jetzt bei der Anwalt und so. Ich meine, ich will den Hof nicht. Der Steffo, mein Bruder, soll mich auszahlen. Kann er aber nicht. Also, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Teil zu verkaufen. Ich bin traurig, immer sehr groß. Vor dem Zweiten Weltkrieg ist er dann nochmal mächtig. Aber seine Kernlehre, und am Kernlehre sein Vater, der Kernlehre Senior, und dann sein Vater, Kernlehre Senior, die ist Platz für Platz abgekauft. Aber jetzt wird er das Land wieder zurück. Mein Vater war der reichste Bauer in der Gegend. Und der Hof. Das ist riesig. Da gibt es immer etwas zu tun. Ich arbeite eigentlich schon lange nicht mehr auf dem elterlichen Hof. Ja, mein Bär und mein Bruder sind mir gerne auf die Zeige gegangen. Und, so. Und jetzt bin ich hier, die coole Bude hier. Eigenmilch, mache Käse, Quark, so. Milch. Aber ewig bleibe ich auch nicht hier. Irgendwann ist hier. Dann hole ich nach Australien. Ich bin ein Junggeselle. Es würde mich natürlich ganz wahnsinnig freuen, wenn ich über diese Sendung ein Frauenzimmer würde überkommen. Ich mache das hier alles einzig, aber es wäre schön, so eine zu haben. Mein Vater hat mich für die Sendung angemeldet, bevor er ermordet worden ist. Er meinte, ich soll auch einmal mit einer Frau, also... Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und? Mein bester Freund Toni, der hat erst mit 48 geheiratet. Also noch 4 Jahre Zeit. Überhaupt, ich habe keine Zeit für Frauen und so Geschmäuse. Ein Hof gibt viel zu tun. Hast du gewusst, 29% der Weltwolle wird in Australien hergestellt? Kann mir schon vorstellen, wer mein Vater umgebracht hat. Sie hat schon immer nach Australien wollen auswandern und braucht Geld. Darum hat sie sich vom Tod von meinem Vater ein grosses Erbe erhofft. Also? Frag doch mal meine Schwester, die Bärbel. Ja. Wir sehen uns an Pfingsten bei Tatort Jungfrau.